Liebe Schwestern und Brüder, an keinem anderen Tag des Kirchenjahres steht das Kreuz so sehr im Mittelpunkt wie am Karfreitag. Die Liturgie dieses Tages macht deutlich, das Kreuz, die Mitten der göttlichen Offenbarung ist. Wir wollen uns Zeit nehmen, das Kreuz zu verstehen. Jesu qualvolles Leid am Kreuz ist leidenschaftlichen Mitleid. Und es ist ein Leiden und Sterben für uns. Für alle, das steht das Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz. Und schließlich, so hat es Paulus formuliert, und bekennen auch wir. Schließlich ist Jesus am Kreuz nicht eine sinnlose Tod gestorben, sondern dieses Kreuzestod bedeutet Erlösung. Er hat es für uns getan, aus Liebe zu uns. Rettung, Erlösung, neues Leben. Dafür steht das Kreuz. Es ist zu einem Symbol der Versöhnung geworden, zum Symbol des Friedens zwischen Menschen, zwischen Gott und der Welt. Das Kreuz ist das Zeichen unzerstörbarer Liebe. Das Kreuz ist das Äußere der sich in äußeren Liebe Gottes. Eine Liebe, die Hoffnung schenkt über den Tod hinaus. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Das Kreuz, Arme ausgebreitet, die Welt in Liebe zu umfangen, Verzweiflung in Hoffnung zu wandeln, alles Leid zu überwinden, Heilzeichen, Siegerzeichen, Bauch des Todes, der zum blühenden Lebensbaut wird. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
Verlassenheit. Gott, auf den ich alles setze, mein Tun, mein Leben. Warum hast du mich verlassen, Gott? Ich suche dich in meinem Scheitern, meine Verzweiflung. Gott, wo bist du? Warum verbirgst du dich? Wo ist deine Barmherzigkeit, Gott? Ich spürte dich nicht mehr. Hast du dich von mir abgewandt? Ich falle in unendliche Tiefen. Gott, hole mich zurück aus meiner Dunkelheit, meiner Verlorenheit. Gott, steht mir bei in den dunkelnden Stunden meines Lebens. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Kreuze an meinem Weg. Menschen gebeugt unter der Last ihres Kreuzes begegnen mir ihr Bitten an mich. Hilf mir tragen. Ich, warum gerade ich? Menschen fallen unter ihren Kreuzen. Sie rufen mich, ihnen aufzuhelfen. Ich zögere, will mich raushalten, suche Ausreden. Menschen zerbrechen an ihrem Kreuz. Ich war nicht da, schäme mich meine Schwachheit, leide an meinem Versagen. Ich trage am Kreuz meine Schwachheit, meine Unentschlossenheit, meine Feigheit, meines Versagens. Du hilfst mir tragen, richtest mich auf, wenn ich falle, und heilst, was zerbrochen ist. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
Im Vater unser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hörten wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gottes Segen und bleibt gesund.